Ach, sieh an, der greift sogar an. Oh, hier habe ich Kavallerie drin. Der greift in der Nacht an. Das ist interessant. Aber ich habe Harpyneers-Einheiten und ich habe eine. Das ist jetzt die Frage: Habe ich eine mit Erdwall oder mit normalen Steinwellen? Okay, ich habe einen Steinwall. Das könnte dann schlecht für ihn sein. Also hier einmal, da einmal. Oder hier und so. Eins, zwei, drei. Pikiniere, 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 Pikiniere. Jugendliche. Okay. Er wird hier komplett hingehen. Also 1, 2, 3, 4. Ich mach mal was anderes. Ich baue mich hier auf. Okay. Wie ihr befehlt. Befehle? Periökische Pikeniere. Periökische Pikeniere. General! So, ich baue mich hier auf. Dann kann der die ganze Zeit runterschießen. Genau so wie die da. Geschosse bereit zum Einsatz. Position halten. Geschosse warten auf Ziele. So. Und wenn ich Glück hatte, hab, kann der sich auch ein bisschen drehen. Aber ich glaube nicht. Okay, dann tauschen die wieder den Platz. Bürgerkavallerie geht mal hier hin. Aus Gründen der nicht verlieren wollen Ding. Und ihr geht dahin. Okay. Bitte schön, Ende geschafft zu machen. Wir wollen ja was Cooles sehen. Ah, schieß einfach mal so weit du kannst. Oh wow. Warte mal. Ah. Nein. Die können sich drehen. Oh. Verdammt. Dann wäre das andere. Dann hätte ich ja das wirklich lassen sollen. Also dass die. Das Katapult. Das war gut. Dass das Katapult wirklich auf dem zweiten Wall gewesen wäre. Ich schieße einfach jetzt auf Feuer. Warte ich schon mal kurz, wohin ich überhaupt schieße. Da mitten rein, das passt. Ah, ist zu weit. Los. Das war Klose. Und eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht.
Gut, also ja. Wieder erhol mich immer. Aber bei solchen Sachen, die Artillerie, wenn ihr Zeit dazu habt, immer selbst schießen. Also, sie schießt auch selbst noch weiter, aber dann habt ihr halt doppelt so viele. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Also die Schusszahl oder Schussfrequenz ist halt doppelt so gut. Kann ich mit dir? Nee. Ah, das ist halt Kacke. Ah, naja. Gut. Dann warte ich halt hier. Und der Turm wird sehr viel Schaden machen. Der Feind hat die Tore eingenommen. Unser General wird angegriffen. Hier bitte. Schwere bereit. Auf die zur Phalanx. Seele bereit. Und zur Front eine Phalanx. Ihr baut euch mal hier so auf. Ihr baut euch da auf. Das finde ich schade, dass die hier die in diese Dreiecksformation haben und die Römer nicht. Naja, das habe ich glaube ich schon mal in einem Let's Play thematisiert. Das ist wahrscheinlich dann wahrscheinlich einfach die Römer mit den ganzen Formationen, die haben oder hatten, einfach zu OP gewesen wären. Was ich auch verstehen kann. Ach, die können sich drehen. Okay, alles gut. Und dann macht Standardschuss, das tut am meisten weh. Oder können die schießen? An sich können die schießen, man kann halt überhaupt nicht zielen. Schießt ihr mal weiter. Muss schauen, dass hier alles, dass die so weit überleben, wie es nur möglich ist. Okay, sobald die unter 50 sind, tausche ich mal dann kurz.
Ja, schießt gerne auf die. Das ist alles, alles besser als wenn ihr. Ja, jetzt schießen sie auf die. Auf die Pikiniers-Einheiten. Yeah. Diese Musik ist so cool. Ein bisschen übertrieben, aber cool. Ihr könnt da nicht sehr viel machen gerade. Das sieht man daran, dass ihr sehr viele Munition noch habt. Auf jeden Fall gut, dass der Turm die ganze Zeit noch schießen kann. Odins Speer. Hier sind nochmal Jugendliche, Speerbrüder und Speerbanner. Auf euer Fall, Junge. Ja, noch geht's. Wir gehen mal aus der Schussreichweite. Okay, die wanken langsam, das ist gut. Dim, 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 dim. Ja, das läuft gerade gar nicht schlecht. Genau, jetzt kommt seine Nachhut noch. Was ein bisschen blöd sind diese Jugendlichen. Die könnten mir ein bisschen gefährlich werden. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja. Dann hole ich mal meine Jugendlichen. Und versuche halt das Feuer auf die Jugendlichen zu lenken. Bleib einfach da. Ich wollte gerade die jetzt hierhin tun und auf ihn schießen, aber hier kommen ja schon die nächsten, also. Kann er irgendwas irgendwie da hinschießen? Ihr wisst besser Bescheid, was ihr könnt.
Okay, die sind... Der General ist auf jeden Fall schon mal ganz, ganz gut dabei. Alles auf die Sperrbrüder, bitte. Ich gebe denen mal ein bisschen Pause jetzt. Das waren wir. Ich dachte, wenn ich den... Männer wanken. Ich dachte, wenn ich die dahin schicke, gehen die dahin, aber die sind halt dann zur Seite gegangen. Das war ein bisschen ärgerlich. Ein bisschen sehr ärgerlich. Gut, dann hole ich ja die mal wieder an die Front. Schießt halt der Turm nicht mehr. Das war schlecht. Jugendliche! Wieso kann ich den Turm nicht mehr erobern? Hier ist niemand, der in der Nähe ist. Ah, blöder Bug. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Mhm. Sehr schändlich. Wieso ist die Speerphalanx aus? Seid ihr bescheuert? Wollt ihr verlieren? Ja, Kommandant. Wieso haben die Speerphalanx hier schon wieder? Wir haben die Speerphalanx noch an. What? Doof. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Wir haben einen Turm eingenommen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Nein, come on. Sehr gut, sehr gut.
Das könnte jetzt der Sieg sein. Das könnte jetzt sogar der Sieg sein. Oh ne, wenn ich jetzt die Kavallerie noch hole. Oder ne, die geht mal außen rum. Kann ich das wirklich gewinnen? Wenn ja, das ist so oder so eine ziemlich heftige Schlacht. Ja, ich gewinne das. LOL. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Krass. 300, 260, 390, 100. Ja, du. Getötet 1500, verloren 1900. Ja, der Turm hat fast 500 Leute getötet. Junge, Junge, Junge. Aber ich versklav sie mal. Tja, jetzt bist du in der Falle. Krass. Das ist wie eine ewige, eine ewig lange Dingsterbumster. Bitte nehmt dieses Zeichen. Krass, die würden mir fast 10.000 geben dafür. Aber nö, danke. Ach, war ja klar. Und der kommt natürlich hinterher. Weil die kommen immer hinterher. Und man selber, ja. Dann vernichtet mich halt. Ist mir doch egal. Ein edler Todversalber. Was war daran edel? So. Das Schwert wurde gezogen. Nein. Und ist. Nein. Verdammt, es kommt halt wieder so auf die Karte drauf an. Aber ich habe spartanische Hopliten. Vor allen Dingen seine Armee kommt wieder über See. Wir haben zwar nur. Ach, das ist die. Okay. Wir haben zwar nur zwei Schiffe, zwei klitzekleine Schiffe, aber mit denen könnten wir. Die Frage ist, woher er kommt, ne? Mit denen können wir schon, wenn sie gut rammen, auf jeden Fall zwei mitnehmen, wenn nicht vier oder mehr, je nachdem wie er handelt. Schicken bereit! Horn eine Verwandlung! Speerinfanterie bereit! General! Speerkämpfer bereit! Wie ihr befehlt! Jugendliche! Spartaner! Da, die kommen nicht hier hin. Die kommen hier hin, die Kavallerie. Keine Ahnung, die lasse ich hin. Okay, der kommt von da. An sich habe ich mir das schon gedacht, dass er von hier kommt.
weil das halt logisch wäre, weil von hier auf der normalen Map ist er gekommen. Aber ja, das ignoriert die KI sehr oft. Also deswegen. Ja, wusste ich nicht wirklich, woher er kommt. Ja, Kampfeinheiten sind ja immer gut. Unterstützung. Es ist ja schon wieder Viertel vor acht. Junge, Junge. Das ist ja heftig. Ruder ins Wasser. Übrigens, das Phasmophobia, das was wir vorgestern auch gespielt haben, das mit dem Flo zusammen, wo man so ein Ghost Hunter ist, das hat nur einer gemacht, also ein Typ. Das ist so heftig. Ein Typ hat das gemacht. Und jetzt auch am Samstag und Sonntag gab es halt sehr viele Probleme mit den Servern, weil es ist halt immer noch die Alpha. Und ja, der hat niemals mit so einer Reichweite gerechnet. Das finde ich dann immer richtig cool. Finde ich und dass der jetzt rumbackt, ist ein bisschen nervig. Ja, aber das finde ich halt mega cool. Und der hat sich jetzt einen neuen Mitarbeiter geholt. Also so ein paar neue, die ihnen da helfen. Das ist richtig cool. Männer wanken. Unterstützung tippen zu euren Diensten. Okay, nein, der geht jetzt. Anti-Ruder. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4 Schiffe versenkt. Mit meinen 2. Und vielleicht noch ein 5. Komm schon. Yes. Vielleicht noch ein 6. Das glaube ich. So krass. Eine unserer Einheiten hat die gesamte Munition verbraucht. Na du. Euren Stahl, ihr seid Fernkämpfer. Na komm, noch einen Schlag in den Nacken, dann könnt ihr es packen. Okay, das war Nummer 6. Alle Speerkämpfer. Wenn ich die bekomme, dann habe ich gewonnen. Und die rudern gerade nicht, also habe ich gewonnen. Rudert, verdammt nochmal, rudert! Auf die! Gut. Der will auch gerade nicht. Der feindliche General ist tot. So schnell geht's, ne? Viele, die... Okay, dann lasse ich die mal aus.
Okay, nee, die schaffe ich nicht mehr. Ja. Das kommt mir gerade ein bisschen so vor, als wäre ich der Hai. Und alle fliehen vor mir. So, gut. Aber das war auf jeden Fall erfolgreich. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind an Land gekommen von... Von keine Ahnung wie viel. Und die da, das ist easy. Das ist easy. Gut, also noch eine Verteidigung erfolgreich verteidigt. Also gut. Und ich muss auf Klo. Wartet der noch auf den oder wartet der bis ich komme? Ja nu! Könnt ihr schon schießen? Nee, noch nicht. Könnt ihr schon schießen? Nee, noch nicht. Dann machen wir halt die Verteidigungsschlacht ein bisschen offener. Wenn er sie offen haben will, soll er sie offen haben. Ist gerade ein bisschen verwirrt, kann das sein? Noch einer. Kavallerie! Biu, 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 biu. Hier 580 getötet und der hat 1698 verloren. Also das, wenn man Schiffe rammt, das zählt leider nicht als töten, sondern die ertrinken halt. Man hilft denen nur dabei zu ertrinken, aber man tötet sie nicht. Das heißt, ich habe also die beiden, also der hat süße 38 getötet, eigentlich hat er über 1000 getötet. Das ist halt krass. Man hilft ihnen beim Ertrinken. Ja, so ist das Spiel. Ich kann nichts dafür. Nehmt dieses Geld mit dem Gipfel. Nö, ich nehme das Geld nicht an. So, Einsatz von Söldnern. Ja, keine Ahnung. Wird belagert. Alles gut. Du holst dir mal nochmal Söldner Bogenschützen. Und jetzt marschierst du mal zu der Armee hier. Warte, hier wollte ich nochmal Helden Spartas, also zwei Stück. Genau, man darf ja nur zwei pro Ding. Dann mache ich 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Dann habe ich 14 und dann noch die 6 Bogenschützen von ihm. 2, 4, 6. Ah, perfekt. Das ist ja fast, als hätte ich das geplant. Upsi, wo ist denn deine ganze Armee hin? Oh. Die wurde leider von 3 Pikniereinheiten und ein bisschen Susa getötet. Tut mir leid. So. Ich würde sagen, damit machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Mit der Schlacht auch, beziehungsweise die kann ich dann automatisch machen. Duse, da gehen wir hier hin. Dann geht's nächstes Mal nach Spanien mit den beiden. Und die Armee wird sich mal um die kümmern. Und der Nee, warte, zurück. Der macht mal so eine Schlaufe und der macht mal so eine Schlaufe. Oder andersrum. Stimmt, und Britannien muss ich dann auch noch erobern. Ach, so viel Arbeit hier. Gut. Dann